das und sie hat gesagt, ich soll Kohle auffüllen. Die Winden. Und dann, ja, dann haben die sich nachher beide gezopft deswegen. Das ist blöd. Weil er hat dann gesagt, ja, wir haben Kunden hier und die meckern dann rum, wenn zu wenig Personal da ist. Und da hat sie dann gesagt, ja, die müssen sich mal mit Geduld üben, die meckern auch rum, wenn die Werbeartikel nicht da sind, weil die Holzkohle ist nämlich in der Werbung. Und naja. Aber ich finde, sie muss das ja vertreten, sie ist die Chefin. Ja. Du bist aber ja, du bist ja nur der Spielball der Mächte quasi. Genau. Du bist der, ja, genau. Der Assistent, der zu hüpfen hat, wenn der Chef springt. Meine blöde Frage, wie kommt man eigentlich hier beim Testserver zu Geld? Ich meine, irgendwann ist das Geld dann klar weg, das man mal hatte. Ich glaube, das füllt sich immer wieder auf. Das fällt immer wieder auf. Ich habe da mehrere Milliarden. Wenn du was haben willst von mir, kannst du gerne haben. Nee. Also, es kostet ja nichts. Es sei denn, du kaufst direkt den Cheetah. Cheetah ist brutal teuer auf dem Testserver, muss ich sagen. Die meisten Sachen kosten 100 ISK überall. Ja, aber nicht den Cheetah. Ja, wer kauft noch einen Cheetah ein? Ja, wenn du da also jetzt für die normalen Marktpreise. Verwirrt mir jetzt die neuen Spieler nicht, den ich heute gerade das erklärt habe, dass da Cheetah-Fliegen sonst reinkommen. Wir sind ja auf dem Testserver. auf dem Testserver sind andere Bedingungen. Ich wollte gerade sagen, irgendwas macht er da jetzt falsch mit mir. Also eine Dominix in Cheetah, 200 Millionen, ja? Dazu nebendran 100 ISK. Stefan, falls du da noch wartest, es tut mir echt leid, dass du ja jetzt so lange warten musst. Ja, der Stefan ist glaube ich gerade AFK und holt sich irgendwas. Okay, dann sagt mir doch nochmal schnell in der Zeit, wo ich hier losfliege oder weiterfliege. Wie heißt das Ding, dass man die Energie auf dem Schiff stärken kann? Du meinst, du musst unterscheiden, Stromnetz oder Energiespeicher? Das Ding, wenn er mir sagt, hier nicht genügend Energie, weil... Also Energiespeicher. Den Skill quasi. Ja genau, dann soll ich jetzt auf 2 skillen, um dieses komische Ding hier anzuschmeißen. Diese Mark 1 Compact Power Diagnosesystem. Das geht bist nämlich du schon nicht... in... Bist geht... du zu... Ja. Bist du in irgendeinem Channel, in dem Public Channel beispielsweise? Ja, ich bin auch hier in der Kooperation drinne hier. Nee, du bist nicht im Public Channel. DA-Public bist du nicht mehr. Ne, ich bin hier drin. Nee. Geh mal im Cop Channel, guck mal im Cop Channel, scroll mal ganz nach oben. Ganz am Anfang. Steht da noch die Message of the Day in roter Schrift. Beef System, Chatkanal, bla bla. Message of the Day. Ja, ich poste einfach rein. Oder lad ihn doch einfach ein. Ich hab's jetzt ganz unten. Wenn du hier ganz runter scrollst, kannst du draufklicken, dann bist du drin. DA-Public. Bist du Plotz? Ich benutze Plotz. Okay, habe ich drauf geklickt und jetzt? Jetzt ist ein neuer Chat oben gegangen quasi, ja. Der da heißt DA-Public. Kann sein, dass es nicht ganz ausgeschrieben ist, weil die Tabs zu klein sind. War halt DA-irgendwas. Müsste jetzt blinken. Ah, ja, gut. Ich hab meinen hier reingeschrieben. Ach da, gut. Du kriegst jetzt nämlich mal eine Mail von mir. Eine Mail, oh ja, kann ich mir jetzt frisch machen oder was? Das ist ein Anschiss. Ja, also oh, wenn von Maiko Mails kommen, dann kann es auch sowas sein. Ja, ja aber mach's nicht zu kompliziert, Maiko, weil die Jungs, die sind ganz, ganz frisch quasi. Ja, das ist extra dafür. Ja, fast eine Woche bin ich jetzt drauf. Es sind 5 Tage. Oh, das ist ja schon ein bisschen. Du hast schon wieder Rahmen, ja. Ja. Naja. So, unter was finde ich denn dieses Energie-Launch-Control? Was ist denn das?
da. Das ist verlinkt. Also die Skills sind alle verlinkt. Du musst eigentlich nur raufklicken und dann. Oder? Ja, du müsstest nur raufklicken und dann kannst du die schon kaufen. Nee, der sagt mir das nee, nicht. Nach dem suche ich es. Okay, danke. Copy Skills hier rein. Also bei der zweiten Wähl musst du gucken, ob du Raketen oder Türme nimmst. Der erste Absatz ist dafür Raketen und der zweite dann ist dann Überschrift Raketen. Ja, der erste ist für Türme und der zweite für Raketen. Mit wem sprichst du? Mit dir. Du hast ja gerade noch eine Mail bekommen. Ja, kann sein. Kann nicht sein, das ist so. Ah, okay. Yes. Hat jemand einen Sweepool für den? Nee. Ich nur Jackdaw. Einzige, weil sie auffliegen kann. Gut, dem Testserver ist Ernst Lornem. Ihr könnt alle die Cerberus, die im Local gepostet ist. Im Local? Ich bin gerade rein. Du bist Wahnsinns. Nee. Ich kann nämlich die T2-Waffen recountern. Ich kann den 2. Ich kann die, ja. Micro-Warp-Craft nicht, aber der Rest den, schon. Ja. Dann lässt du den Masse in T1. Dann sucht euch mal aus, ein oder zwei von ich euch. Kann das Schiff nicht fliegen. Gut, also dann. Ich nehme die Zervus. Dann Lornum und Ernst und wir beide nehmen dann die drei Zerstörer. Kann ich auch nicht. Kannst du auch nicht. Dann bin ich auch noch da. Bist du schon auf dem Testserver? Gigi kann das. Das ist doch der Gigi. Gigi, ne, hä? Logi? Im Logi bist du nicht Gigi. Ah, der ist aber da. Dann nimmst du einen normalen Kreuzer, wenn du das noch nicht kannst. Okay. Aber der Gigi kann doch die Jackdaw. Ja, ja. Jackdaw. Der Gigi nimmt dann die Jackdaw, sobald er hier drin ist. Der Asteroid ist verbraucht. Schraub wo soll ich denn hin? Also ich stehe in Ikuchi, also das neben Cheetah. Denn hin? Move me und dann 6 minus DZ und dann ins Nachbarsystem PV. Ah, genau. Wir erklären das jetzt einfach mal zu unserem Standardsystem, da haben Joran und ich auch mal die Ausbildung gemacht, weil das ja, hier auch deutlich ruhiger ist. Ich habe auch schon Bookmark gemacht sogar. Als Testserver Staging oder so irgendwas. Dann werde ich mir jetzt nämlich B, mal... aber erlädt. Weil im Nachbarsystem ist es einfach so extrem... ja. Voll mit Zitadellen. Wie heißt das Nachbarsystem? PV oder P. Oder, ich hab den PVH8? Genau. PVH8, genau. Den Schiffsbahn auf. Überall Range rein oder was? Was? Überall auf Range oder? Ja. Weil ich habe nur ein Targeting Range dabei, nicht zwei. Achso, nee, eins reicht. Einer reicht. Und der einer kann lassen oder was? Den anderen kannst du lassen, dann hast du PTS auch noch ein bisschen von der Dingsreichweite. Ich muss hier bald mal Ordnung machen, ob das selber schon so viel kannst. Du kannst ja auch noch ein zweites holen, aber das sind jetzt nur 6 Kilometer Unterschied mit der maximalen Reichweite, zumindest mit meinen Skills.
Also hol dir auch noch ein zweites, wenn du magst. Und hier Maiko und Thron. Thron braucht man nicht, oder? Nehme ich mal an. Ja, Thron sind eigentlich scheißegal, die kommt eh nicht auf, solltet nicht auf die Reichweite kommen. So, Missile Wind Scripts. Munition. Mit Keepstar. Kann es sein, dass Sensorbooster, da sind zu wenig Skripte. Ja, du brauchst kein unbedingt brauchst du kein zweites Targeting Range Skript. Die Raketen fliegen mit meinen Skills 245 Kilometer weit. Und du hast mit einem Sensorbooster und dem Targeting Range Skript eine Aufschaltreichweite von 240 Kilometern. Und deswegen dachte ich mir, lasst mal den anderen offen, dass man noch ein bisschen schneller aufschalten kann. Weil wegen 5 Kilometern wollte ich jetzt das nicht verschwenden. Wollt ihr das dann aber anders machen, könnt ihr es gerne probieren. Targeting Range Script. Aber wenn ich jetzt Copy Ship mache. Das geht nicht in dem System. Ah, okay. Da ist, ich bastel mir jetzt mal schnell einen Vektor zusammen. Ja. Wieso kann ich die Raketen nicht stapeln? Das kannst du bestimmt an, also auf dem Launcher. Das kannst du doch, wenn du abgedockt bist. Ja, da geht's halt nicht. Sollte aber. Alles andere wäre irgendwie tierisch ätzend. Okay, gefittet. Guck mal. Ich habe mir schon mal ein paar 100 Bookbugs gemacht hier im System. Ich mache mal eine Flotte auf. Irgendwas spinnt hier total, genau. Ich guck gleich mal, ob ich es stapeln kann. Ich kann auch nicht stapeln. Ich habe aber jetzt angegeben, dass er mir die leeren Slots anzeigen soll, macht er auch nicht. Ach, das mal, ja, das kann ich auch nicht, das ist ja extrem. Gut. Aber ihr könnt klicken auf alle Waffen gruppieren, ne, auf das Symbol, und dann habt ihr sie zusammen. Allerdings ist es bei mir jetzt auf dem letzten Slot. Ah, du hast recht, jawohl. Ja, aber ich kann die halt auch gar nicht mehr hin und her ziehen auf einen anderen Slot. Ja, genau, das kann ich auch nicht. Aber gruppieren kannst du sie mit dem Knopf. Da hast du recht. Funktioniert. Na, wenigstens etwas. Das ist halt Kling, ne? Ich bin es hier nur mit Maus gewohnt. Ja, übrigens danke. War eine gute Hilfe. Mit der Mail meinst du? Ja, ist gute Hilfe gewesen. Habe ich zum ersten Mal alles alleine gefunden und eingestellt. Hast du gut beschrieben. Das ist gut. Schicke ich eigentlich fast allen Neulingen, oder eigentlich allen Neulingen von uns. Mir nicht. Nee, die ist wirklich mir gut. Auch hast du gut erstellt. Also, ihr seid auch doch keine Neulinge. Wirklich gut gemacht. Die Beschreibung ist auch gut gemacht dazu, wie man es einstellt. Melde dich mal beim Support. Ich glaube, du wärst eine bessere Hilfe. Ja. Also, ja, kannst du die ganzen Grunddinger mal richtig beschreiben, was man da eigentlich richtig machen muss? Ich weiß gar nicht mehr, was ich geschrieben habe, ehrlich gesagt. Kann nur sein, dass es teilweise schon wieder überholt ist. Bei den Waffenskills haben wir das was rausgelöscht, weil da was überholt war. Michael. Ich habe jetzt Power-Upgrid gesucht. Hast du dort auch zu stehen gehabt und hast dort gleichzeitig dazu geschrieben, wo ich es finde und wie ich es einbaue und was ich und wie ich das benötige, zu was ich das benötige. Und genau das ist nicht vor Station schießen, das ist verboten hier. Echt? Aha, der Kristallverbrecher. Das Gehe Recht ich jetzt drauf auf, oder das, was passiert jetzt? Das Recht ist auf meiner Seite. Lass uns in die Combat-Area gehen. So Leute, ich gehe jetzt auch erstmal einkaufen. Ja dann. Jo, später. Jo.
Also Zielausschaltung habe ich 250 Kilometer und Waffenreichweite 247 Kilometer. Siehst du, hast du jetzt noch ein zweites Cup reingehauen oder nicht? Nein. Siehst du, dein Brust auch gerade. Brauche ich nicht. Eben. Meine Rede. Ah, fuck. Ihr müsstet das mitgeworbt sein, oder? Ja. So, die Cerberus können sich ja mal hier so auf die Position unbedingt, ja, irgendwie positionieren. Welche, meinst du? Hier, ja, wo steht die, was? Die Karakal kann mich dann gleich mal anwurpen. Wir gehen ja dann davon aus, dass wir hier nah dran sind. Also bei mir, bringt das zweite Sensor-Boosting was. Ich hab mit einem. Ja, da fehlt ja wahrscheinlich die Skills. Weißt du, das ist schon ein krasser Unterschied da. Das war gerade ein Auslaufen. Und mit so, einem Sensor-Booster. Kann man bitte zu mir warten? Ja, gleich, ich muss noch mal schnell die Skripte holen. Achso. Ich bin mit einem Sensor-Booster auf 195 Kilometer und mit 2 auf 290. So ein harter Unterschied. So, die Cerberus, jetzt habe ich schon begonnen. Ich muss mal außerhalb dieser Area, wo die mich heilen. So. Ihr könnt erstmal in eure Schussreichweite kommen und auf mich gießen. Schauen, ob das jetzt. Ich möchte davon fliegen. Ob du uns das noch fliegst. Die Sensor Booster ohne Skript? Also, ich muss dazu sagen, ich hätte mit den Schiffen wahrscheinlich so auf 200 Kilometer gekippt. Von welchem Schiff redest du jetzt? Von der Cerberus. Einer ist mit Skript. Targeting Range Skript, ne? Ja. Oder kommt ihr am besten erstmal ran auf 200 Kilometer mit dem Kreuz, also mit der Cerberus? Da hat man nämlich ein bisschen Puffer, dass man vielleicht nicht so schnell außerhalb der Raketenschuss weiter ist. Und Feuer frei. Ich kann die. Genau, einfach mal. Ich kann die Raketen jetzt abfeuern. Warum nicht? Keine Ahnung, ich drücke auf den Knopf und es passiert nichts. Der Tester war. Hat er eine Macke? Das PvP, dann ich gehe out of. App. Aber Ernst, du kannst feuern, oder? Ich bin schon dabei, diesen. Warum geht denn das jetzt? Ich mach das nochmal hier aufteilen. Ich hab keinen Aktiv-Tank dabei, also. Hi, JDB. Ah, jetzt geht's. Wenn es einzeln aktiviert, geht's. Auf was schießen wir denn? Soll ich aufhören? Nö, du machst ruhig mal ein bisschen besser. Das ist eigentlich. Ich will bloß gucken, ob wir den Raketen wegfliegen können. Dann schieße ich auf die Sophia. Wie lang das dauert auf die Sophia? Wie lange das dauert, bis die Raketen da sind? Crazy. Die Sophia ist tot. Die, ich bin Strukturtank, aber ich mache hier nicht mehr lange. Die Karakal ist das nächste Opfer. Okay. Also wir müssen das ja mal besser aufziehen, aber ich scheine euch jetzt nicht wirklich davon zu. Wie geht's dir, JDB? Alles gut? Aber ich bin jetzt noch irgendwie nur auf. Kriegst du mir entgegen? Das ist schon im Kreis eigentlich die Struktur. Die Kapsel müsste jetzt nicht unbedingt kühlen. Nämlich wir am anderen Ende der Welt. Okay, Chris, deine letzte Stündlein geschlagen. Die Raketen sind schon unterwegs, ja? Hast du keine Ankunft?
Jetzt kommen sie ab. Oh ja, den baue ich schon ganz gut ein. Aber ich denke, das geht mit Raketen, wenn man aufpasst und sich in Reichweite hält. Extrem gutes Spiel, aber oder was extrem meint ihr? Komplex. Ja, hör mal so auf zu schießen, ich bin ja gleich tot. Okay. Darum geht's doch. Aber die Raketen, die jetzt noch alle unterwegs sind, ja, die mache ich wahrscheinlich eh noch kaputt. Ja, dann bin ich tot. Aber wenn ich so schnell wegfliege, dann kriege ich einen Damage runter, ne? Dann machst du nicht mehr so viel, wenn ich einen starken Winkel drauf hab. Ja. So, Platz hat's gemacht. Das gut, Raketen fliegen eine Weile. Aber die kommen auf jeden Fall an, ne? Die kommen auf jeden Fall an. Wenn du in Reichweite bist. Wenn du aus der Reichweite rausfliegst, dann war's das. Das war ja die Befürchtung. Dass man aus der Reichweite rausfliegt, während die noch im Flug. Deswegen würde ich schon so um 500 Kilometer kämpfen. Mit ja, dann hast du immer noch 50 Kilometer Puffer, ne? Dann. Genau. 50 Kilometer wirst du nicht so schnell schaffen. Dann bist du jetzt vielleicht ein Interceptor und den nehmen dann die Moas raus, die Eagles raus beispielsweise. Aber ja, irgendwas machst du falsch. Das war's eigentlich schon mit der Session. Was machst du falsch? Der Ernst hat mir einen 560er Hit gedrückt und du drückst mir noch 150. Der Ernst hat ja auch das bessere Schiff. Ich habe auch was mit Cerberus. Ja, Cerberus geht mir schon gut ab. Ich wurde ja angewiesen, die. Ah, ne, stimmt, Cerberus. Igel dachte ich jetzt. Weißt du, was der 500er Hits? Ja, da hat man 560er Hit reingedrückt. War vielleicht ein Crit? Also, ich mach pro Salve 420 Schaden eigentlich. Also, besser gesagt, ja, 420 Chris, DPS, ich mach 2100 Schaden. Du hast sie gruppiert abgeschossen, nehme ich mal an, oder? Ernst? Was? Du hast sie gruppiert wahrscheinlich, oder? Ja. Ja, und ich habe die einzeln abgeschossen. Ach so. Das heißt, ist wurscht. Meine... Trotzdem habe ich im Log jeden Hit einzeln drin. Im Ernst? Nee. Die, wenn der die gruppiert abschießt, dann ist es nur eine Zahl, die dann kommt. Ach, das könnte sein, ja. Ja, und das ist dann quasi sechsmal so viel wie bei mir, als sechs Lochen so. Ah, dann. Wie viel DPS machst du denn? Na, Ernst? Na, der Schrag ist auf 420 DPS. Dann hat der Ernst irgendwas falsch gemacht. Also war die Lorne ein bisschen stärker. 429,3. Was insgesamt? Mit Drohnen oder was? Mit Drohnen, ja. Na, mit Drohnen mache ich 468. Joa, jetzt geht's auch los. Ohne Drohnen mache ich, zum Beispiel braucht man 93. Scheint nicht ganz zu funktionieren hier mit den Raketen, wie ich mir das gedacht hatte. Mit dem Mann. Ist auf jeden Fall böse, denke ich mal. Da müssen wir nicht in Infight gehen und du kannst von weiter Entfernung raufschießen. Wenn man genug, wie gesagt, wichtig ist halt die Bookmarks, ne? Dass wir alle die Bookmarks haben. Ich habe hier alles, wahrscheinlich so Dings weg, also vier. Was ich dazu brauche. Ah, seltsam. Und wie halten wir die fest? Weil wenn die sehen, oh, es ist knapp, dann werden sie doch wegmorgen. Das geht doch nicht, das geht nicht festhalten. Es geht einfach nur darum, dass die weg müssen. Dass die, die können ja für Meld abhauen, ist ja scheißegal. Hauptsache, die schießen nicht mehr auf die Zitadelle. Und wir können ja noch 1-2 Leute im Roadswords oder sowas abstellen, ja, die, wenn wir doch mal irgendwas finishen wollen, da reinspringen, Bubble werfen und bam. Das einzige Problem, was wir haben werden, wenn die zum Beispiel Abfangjäger dabei haben, dass der quasi zu uns fliegt. Aber bis der da ist, haben wir den abgeschossen. Immer noch. Ne? Ja, ich hab grad Notfall. Du hast einen Notfall oder einen Mund voll? Im Mund hatte ich voll. Ja, ich denke auch, das kann schon gut funktionieren. Ne? Also, ja, wir müssen das auch Leute sein, ne? Viel Bookmarks und so, ne? Da hin herspringen. Na, wenn du dir zu nahe kommst, springst du einfach auf die nächste Bookmark. Zack, von dir. Was ist besser, Flycatcher oder Saber? Saber ist ein besserer Allrounder. Ich glaube, du hast keine. Ist, wenn du mit der. Nicht die Saber, wie ist das? Der Broadsword oder der Onyx da reinspringst, die snacken dich weg. Du kannst zwar vielleicht kurz eine Bubble reißen, aber dann zerreißen sie dich. So, wieder da.
Moin, Stefan. Weil das müsst ihr sehen, bringen so viel DPS, die zerschießen dann eine Astrahus, wenn die dann die ganzen DPS auf dich richten, weil du in der Nähe bist, dann bist du weg. Aber ich habe der Astrahus 3 Sekunden geschenkt. Ja, dann vielleicht hat eine Pro-Sword, oder? Die ist so ein bisschen tanky. Weil die halt auch besser getroffen wird. Seid ihr schon auf dem Testserver? Ne? Ja, die Onyx ist noch fertig. Besser, die ist noch tankier. Ah, okay. Der Onyx. Ja, Eve habe ich aktuell als Tester für 21 Tage. Roland. Auch habe ich es mir nicht gekauft. Was hast du? Was hast du bei dir? Weiter? Nö. Ja. Also gut, wenn morgen mehr Leute da sind, ziehen wir das mal groß auf mit Feindflotte und Bookmarks und allem. Okay. Jo. Aber wenn jetzt... Also mit MBD kam ich jetzt nicht schnell genug weg, wenn ihr da auf 250 wart. Auf 200 wart. Stefan, ich habe jetzt gerade den Sonnenscanner genutzt, um ein paar, ja, Computergegner abzuschalten. Aber irgendwie möchte er die Missiles nicht abfeuern. Warum auch immer. Ja, Sonnenscanner, damit scannst du ja nur Signaturen aus. Doch, jo, da oder? Das hier, haben wir einen Besuch auf den echten Server, oder wie? Ich hab grad Besuch hier. Der Ernst hat mich in der Rix angeschossen. So, ich habe da ab vom Test drüber. Ja, ich bin auch schon raus. Ist auf jeden Fall kein schlechtes Ding, ne? Weil hier auf die Hardung zu schießen, keine Sorge. Ja. Frischer Raketensniper. Weil der Vorteil ist, jeder Schuss trifft und macht Schaden. Ja, der Nachteil ist, das Problem bei der Distanz. Eagle, was das Problem bei der Eagle ist, dass die Schüsse mit der Distanz die Trefferwirkung mit der Distanz abnehmen kann. Ja, oder du machst Streifschüsse oder sonst irgendwas. Ne? Dafür kannst du instant das Ziel wechseln quasi. Ja. Und guck mal, wie lange die Raketen unterwegs sind. Das dauert ja bestimmt 15 Sekunden oder so, bis die Raketen da sind. Das ist richtig, ja. Wie gesagt, hat beides Vor- und Nachteile. Ja, man kann ja auch mischen, ne? Du machst die Hälfte, der halt wäre das mehr war halt sowieso, ja, ne? War ja sowieso Fall. Der Plan. Defender Missiles brauche ich. Das ist cool. Oh, meine Ejector wäre jetzt fertig. Eagle und der Rest. Ich flieg jetzt mal die Station, dann lerne ich das mal. Defender Missiles. Komisch. Willst du schon mal mit einer Cerberus Prügel gegeben? Ich? Nee. Kostet ja nichts hier, das dabei. Ja, was ist denn? Ich hab Raketen, also Light Missile, echte Raketen dabei. So, DPS ich fahre, also laut dem Ding, da muss ich eine Raketen nachladen. Also optimalerweise spielst du da eigentlich mit Rockets. Ich doch. Ja, aber dann habe ich halt Reichweite von 5 Meter oder so. Ja, das ist halt sau schnell, ja. Du kommst ziemlich früh an dein Ziel ran. Und bam, bam, bam. DBS aus der Hölle. Ich meine, so brutal viel DBS macht die eh nicht. Die ist halt der größte Vorteil von der Jektor-Vergleich ist, dass sie sehr tangy ist. Ja, bei mir ist soweit alles okay, JDB. Danke der Nachfrage. Wie finde ich das jetzt im Dunkeln? Die Arbeit lässt man laut schon, das sind die besten, oder? Ja, wahrscheinlich, ja. Und so für draußen. Oh,
All-Around-mäßig. Also, ja. Also wenn du irgendwas ansprichst, wenn du das webben willst, ja. Oder scramblen, dann musst du eh relativ nah dran. Ja, ja, klar. Nehmen wir das doch einfach. Und ich dachte, ich hätte es schon gekauft und angewendet vor allem. Hat nicht. Naja. Machen wir es gleich mal als nächstes. Baum. Ja, du musst wieder auf Fragebögen für den Führerschein. Ich wünsche dir viel Glück. Lernen wir ordentlich was. Mein Guter. Ja, Stefan, Scramble-Schalt. 9000. Ich habe mir jetzt nochmal den Skill Defender Missiles gekauft und kann sie nicht erlernen, weil ich sie schon erlernt habe. Also irgendwas ist da seltsam. Die Dinger brauchst du aber eigentlich nicht. Ups. Defender Missiles. Ja, die hat die halt gefunden. Dachte mir, Mensch, wenn ich sie mal habe, dann nehme ich sie gleich mal mit. Ja, aber die vergisst die besser erstmal. Habe schon nie live mitgekriegt, wie die irgendjemand benutzt hätte. Die schießen halt an Raketen ab, ja. Das ist quasi zur Verteidigung. Okay. Wenn du mit Raketen beschossen wirst, schießen die halt die anfliegenden Raketen ab. Den Skill. Mit Rockets. User joined your channel. Hallo. Hallo. Hi. Hallo. Fliegst du hin mit deiner Straße? Eingeloggt. Aus dem Nichts hereingeworfen sich. Ja, ohne Cheater. Immer noch gefährlich in unserem Wurmloch, oder? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich war gerade auf Testserver. Was meinst du? Ich war gerade auf Testserver. Ich hab jetzt nichts aufpassiert. Diese war da. Wir waren auf Testserver. Training vorbei, das? Mhm. Und alles gut. Ja. Außer also, das, was keiner da war? Ja. Ja, 18 Uhr ist eine hervorragende Zeit für mich. Da kann ich mal nebenher eine Viertelstunde Pool machen und dann bin ich auch schon wieder aufgekommen. Oder auch noch nicht mal das. Da ist meine Tochter schon wieder. Aktiv.
Antrieb aktiv. Ja, da bin ich mal gespannt, wie viel wir zusammenkriegen für die EVP-Flotte. Das geht. Oh, das wird schon. Na, ja, was hoffen. Eintragen in die Liste tut sich mal niemand. Da werde ich mal auch nochmal Werbung machen. Wenn die Fittings halt wirklich stehen. User was moved to your channel. Na, komm doch runter und rede mit uns. Moment. So, jetzt. Geh das mal raus. Bis morgen. Alles klar. Bis morgen. Tschüss. Bis die Tage. Also, ihr wollt gleich einen Test aufmachen, sozusagen. Ja, wir haben jetzt schon, weil da zu wenig Leute da waren, haben wir einen stark verkürzten Testlauf gemacht und dann für heute aufgehört. Achso, nee, ich bin gerade erst online gekommen, deswegen. Also ich war schon vorher online, aber ich konnte euch nicht mitspielen. Ja, ist kein Problem. Hat dann alles soweit geklappt? Ja, ja. Wir wollten bloß gucken, ob es möglich ist, den Raketen davon zu fliegen. Auf 200 Kilometer Entfernung. Und? Also die Raketen fliegen eine Weile, aber wenn man diesen 50 Kilometer Pufferradius hat, sollte man es nicht schaffen. Ja, wir sind auch gerade am Organisieren für alles, für uns. Wir wollen erstmal alles reinschaffen und dann mal gucken, wann wir einen geeigneten Tag. Wollt ihr eure stellen? Naja, steht auch nicht fest, wir wollen erstmal alles reinschaffen für die Vorbereitung. Dann wollen wir uns einen geeigneten Termin raussuchen, aber vielleicht so in 2 Wochen oder sowas. Mal gucken. Wir bereiten das auch schon so weit vor, dass wir die ganzen Verteidigungssachen für die Zitadelle schon parat haben. Also das ganze Equipment, ne? Also die Munition und so ein Krimskrams. Oh ja. Euers wollt ihr jetzt nächstes Wochenende aufstellen, ne? Genau. Morgen soll mal ein großer Testlauf sein auf dem Testserver. Okay.
Der Jonas hat auch nichts mehr gesagt, wahrscheinlich. Nö. Also Stefan, ich wäre jetzt wieder für einen Ausflug bereit. Ich habe mich jetzt wieder voll bewaffnet. Guten Moment. Herausforderung zum Duell. So. Kannst du einstellen, dass du die automatisch ablehnst? Ja, vielleicht in Zukunft, aber im aktuellen Zustand noch nicht. Wirklich nicht. Ja, gehe davon aus, wenn ich einer zum Duell herausfordere, ist er nicht alleine. Ja. Er hat da einen Hintergrund, der ihn heilt oder sonst irgendwas. Sagt ja auch Gott sei Dank schon das Wort Duell, ne? Ja, aber der kämpft halt nicht mit fairen Mitteln dann quasi. Ja, also da wird halt in jeder öfter mal gepiesackt, zum Beispiel vor jeder, ja, irgendwelche Leute, die einen da zum Duell herausfordern, dann auch mehrmals. Dann kannst du davon ausgehen, dass die nicht mit fairen Mitteln kämpfen werden. Keine Ehre hier. Überhaupt keine. Das ist nicht im Spiel. Und Ehre. Das sind zwar dieselben Anfangsbuchstaben, aber alles andere ist. Was meinst du? Lehre oder was? Ehre und Eve. Weiß ja. Weiß ich so ein bisschen, ja. Ja, auf jeden Fall. Was? Ehre und Eve in einem Satz? Niemals. Gut erkannt. Eve ist böse. Sozusagen evil. Evil, ne? Evil. Oh. Der war schlecht. Der war gut. Ich muss mich doch meiner Umgebung anpassen, weißt du doch, Stefan. Bitte. Ja, ich finde es auch sehr schade eigentlich, ja, wie so ein generelles Misstrauen herrscht zwischen den ganzen Mitspielern und sowas, ja. Ich hatte schon ein paar Mal Situationen, wo ich mir gedacht habe, der will einer was von mir, der könnte durchaus ehrlich meinen, braucht Hilfe, der will irgendwie einfach mitspielen und sowas, da war zwar Mission Running, ja, zum Beispiel, wo ich aber nicht drauf eingegangen bin, dass ich mit habe und gesagt habe, nee, vergiss es, du hast was, ja. Weil ich halt Angst hatte, dass ich halt irgendwie verarscht werde und, ja. Das verbaut einem natürlich auch oft die Chance, korrekte Leute kennenzulernen und irgendwas zu machen. Nicht genügend Energie. Man hätte eigentlich mal so ein Fight machen können, Cerberus gegen Igel. Hätte mich mal interessiert. Cerberus gegen was? Gegen Igel. Die beiden Schiffe gegeneinander. Von welcher Reichweite? 200 Kilometer. Ja, da wird die Cerberus wahrscheinlich gewinnen. Warum, denkst du?
Können es ja gerne probieren, ich nehme die Igel, weil die Cerberus kann ich ja, wie gesagt, nicht fliegen. Ja, das sind halt so beide auf demselben Ding. Ja, aber die Cerberus macht mehr DPS auf der Reichweite. Na kurz, was hast du? Achso, die Cerberus, die Cerberus genommen. Ja, die genau, Igel, die macht mehr DPS auf der Reichweite. Ja, die Igel hält er mehr aus. Weiß ich nicht. Ja, der Bonus auf Resistenzen. Aber wir gehen aus Will. Wobei du natürlich wahrscheinlich auch die besseren Skills hast. Aber irgendwas ist ja immer. Na, ja, dann gib mir eine Sekunde. Na, okay, ich kann die Münzen nicht abschwören, weil die vom Sicherungssystem noch geschützt sind. Was System? Irgendein Sicherungssystem. Ja, von der Kindersicherung. Da wolltest du auf irgendwas schießen, worauf du nicht schießen solltest. Okay. Das war aber der Weg, den mir Stefan gezeigt hat, um Ziele zu finden. Brauche ich was anderes? Was zu finden? Um Ziele zu finden, die ich abschießen kann. Das hört sich jetzt mehr danach an, um Ziele, um abgeschossen zu werden. Was bringst du ihm dabei, Stefan? Gar nicht. Jemand von Concord gekillt wird. Nein. Er reiht sich jetzt hier irgendwas zusammen. Ja. Hör auf, mich in Verruf zu bringen, Ronald. Was? Du hast doch gesagt, Sonnenscanner. Dann habe ich das erste genommen, was grün war. Vorsicht. Vorsicht. Ja, genau. Wenn du die Sides fliegen willst, musst du über einen Sonnenscanner suchen. Genau. Naja. Ja, aber Maiko hat das eben so verstanden, dass er die Kindersicherung deaktivieren wird. Das ist der grüne Punkt, der da drüber leuchtet. Dass du irgendwelche anderen, also irgendwelche anderen Spieler angreifst, wie du das angreifst. Ja, du hast ja eben gesagt, du kannst die Raketen nicht abfeuern, weil dich das von was abhält, drauf zu schießen. Genau, das war die Meldung, die er mir gegeben hat. Das heißt, du wolltest auf ein anderes Schiff schießen, oder auf eine Struktur, oder auf... Ja. Oder nicht? Ja. Dachte oder worauf wolltest du schießen? Ich dachte zumindest, es wäre ein Computergegner, aber offensichtlich ja nicht. Nee. Also wenn so eine Meldung kommt, dann ist das Verstoß, würdest du gegen Gesetze verstoßen. Und wenn du überleben möchtest, weil der andere Spieler darf sich auch wehren, solltest du das nicht machen. Also du wirst so oder so sterben, weil dein Concord kommt. Concord, weißt du schon, was das ist, oder? Ja, das oder ist die Weltraumpolizei sozusagen. Ja. Die dir im Prinzip dann ganz böse auf die Fresse geben. Mach dich kaputt, Junge. Jetzt muss ich mal gucken, ob der hier bei der Mail was abschneidet oder ob das so gut ist. Ja, das ist gut. Dann kann ich dir jetzt nämlich eine bessere Version schicken. Von den Sachen. Jo. Mir sind dann nämlich bei den Waffensachen noch einige Dinge aufgefallen. Das war jetzt irgendwas mit Du bist doch nicht mehr online? Nee, Stefan ist gerade weg. Ich bin noch da. Nee, du meine ich. Ich bin online. Sonst würdest du mich nicht hören. Geht ja im Spiel. Aber die hatte ich vorher nicht die Mails geschickt, oder? Nee.
Ah, ne, das war der andere Neue. Das war der. Der Micha? Micha. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass sie gewechselt haben. Bist du schon in dem Darkness Public Channel? Müsste. Die Public.